Das Spiel macht mich fertig. Willkommen zurück zu Let's Replay Spyro Enter the Dragonfly. Das war dumm und ich bin ganz knapp nicht in den Abgrund gefallen. Super. Ich hätte gerne die Edelsteine. Die bekomme ich aber wohl nicht so leicht. Ich versuche nochmal in den Wirbel zu fliegen. Natürlich klappt das nicht. Schön. Ja, dann lassen wir das. Dann nehmen wir einfach erstmal den Powerpunkt. Ja, den müssen wir nämlich noch machen. Dafür wird es ja wahrscheinlich wieder eine Libelle geben. Ich weiß nicht, welche das ist. Super V-Feuer? Nee, Eis-Dings da, okay. Irgendwas mit Eis. Muss ich ja etwa wieder irgendwas zerstören mit Eis? Stimmt, ja, ich erinnere mich an den Bereich. Ist das der Bereich über dem... Ah, nee, das ist der Bereich... Okay, gut. Ich dachte, das wäre der über diesem Wasser-Dings da. Also, dass das da noch einen gibt. Mit diesem Schwimmbadreiniger irgendwas, vor dem wir uns eigentlich in Acht nehmen sollten, der uns aber nichts getan hat, weil er... Ja, ich weiß nicht, warum der uns gewarnt hat, der Typ. Dieser komische, magische Ju, oder wie der hieß. Oder Ju, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Machen wir jetzt den Powerpunkt und gucken mal. Ich meine, wir müssen echt irgendwas zerstören. Und ich meine, überwiegend auf der Seite hier. Ja, ich habe natürlich auch einfach mal gar nicht den Eisatem ausgerüstet. Hatte ich nicht gerade den Eis? Bin ich jetzt komplett blöd? Also komplett blöd bin ich sowieso, aber... Dessen war ich mir gerade kurze Zeit nicht bewusst. Da hinten sehe ich auf jeden Fall noch Feuer, ja, sehr schön. Das sieht man ja auch relativ weit, das ist gut. Oh mein Gott, nicht runterfallen. Das wäre jetzt fatal. Ich muss aber trotzdem wissen, wie ich da hinten hochkomme. Weil irgendwie will Spyro ja da nicht rüber. Kann ich nicht direkt nach da fliegen? Ich würde gerne direkt nach... Darf ich nicht, ne? Gut, dann muss das jetzt so klappen mit so einem Sprung. Okay, das klappt. Schön. Warum hat das gerade nicht geklappt? Egal, jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Fantastisch, Spyro. Du hast schon wieder eine Libelle. Gefreut. Du hast Martha gefangen. Martha. Schön. Oder auch nicht. Okay. Okay. Jetzt Mastersprung darüber oder wie oder was? Geht das? Ja, das muss gehen. Aber auch der war relativ knapp. Aber den schaffe ich doch nicht. Da komme ich doch niemals hoch. Doch, da komme ich hoch. Lol, ich wollte schon aufgeben. Und hier ist nichts oder was? Was soll denn das? Okay. Wie viel fehlt? Es fehlen noch drei Edelsteine. Es fehlen noch... Also das soll jetzt nicht schockierend sein. Ich weiß, dass wir noch drei Edelsteine brauchen. Wunderbar. Dann haben wir alles. Supi. Ich bin ein bisschen begeistert. Cool. Also die relativ bösen Drachen... Drachenminen. Wollte ich schon sagen. Die Besshöhlen scheinen doch auf Anhieb jetzt funktioniert zu haben. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie wir jetzt am besten wieder zurückkommen oder wo das überhaupt ist. Und ja gut, ich bin jetzt eh gestorben. Was heißt, ich lande wahrscheinlich jetzt bei diesem Wasserschwimmbad-Dings da, oder? Oder am Anfang, oder? Ich weiß es nicht. Ja, bei diesem Schwimmbad-Ding. Das ist eigentlich ganz gut. Weil eigentlich muss ich genau hier hin, also von hier aus zurücklaufen. Heißt aber gleichzeitig, dass wir diese einen Edelsteine, die da irgendwann mal runtergefallen sind, tatsächlich bekommen haben. Das finde ich gut. Heißt nämlich, dass das Spiel an sich doch irgendwie ja schon funktionieren kann. Aber zweifle ich ja manchmal dran. So, hier befindet sich der zweite Bereich und da befinden sich die letzten drei Edelsteine. Ich wurde schon wieder weggekickt. Komme ich von hier aus hier rüber? Jo. Tisch passt. So, gib mir die letzten drei Edelsteine. Wunderbärchen. So, das saven wir einmal und dann ab durch dieses tolle Tor. Und ich bin gespannt, was dahinter uns erwartet. Wahrscheinlich scheiße. Ich bin von den Bereichen, die in Enter the Dragonfly kenne. Aber es muss auch noch ein Fluglevel kommen, glaube ich. Erwarte ich zumindest. Vielleicht hier. Spyro, das ist die weltberühmte Oasenrennstrecke. Siehst du mal, was habe ich gesagt? Super. Hinderniskurs und Lokalmatadore, wunderbar, wir machen das Zeitrennen. Also, wir müssen die Ringe, die Diebe, die Kobras und die Kamele machen. Ringe, Diebe, Kobras, Kamele, okay. Oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings leckt das dadurch doch ziemlich. So, Ringe, Diebe, Kobras und ich hab's vergessen. Scheiße. Ringe, Diebe, Kobras und was war das andere? Ich weiß nicht, das sind auf jeden Fall zweifelsohne die Diebe. Ja, komm, machen wir erstmal die unten. Und man könnte die vielleicht auch verbinden, wenn man gut ist. Ich bin nicht gut.
Da versuche es zumindest auch gar nicht erst. So, jetzt sind nur noch die oberen und ich treffe natürlich den ersten oberen nicht, weil ich scheiße. Kamele, Kamele war das letzte. Okay, warum ist der jetzt unten? Habe ich das falsch gemacht gerade? Naja. Noch einmal Zeit. Das sollte uns aber nicht die Einstellung geben, dass es jetzt hier mega einfach wird. Kann natürlich sein, aber ja, ich habe da schon ein bisschen Zeit liegen gelassen. Die sehen auch eher aus wie so Wiggler aus Mario, aus der Ferne. Bis man näher kommt und sieht, ja, das sind Kobras in drei komischen Krügen. Von denen alle, oder zumindest zwei, bodenlos sein müssen. Sehr interessante Krüge. So, die Kamele sind auf der einen Seite ziemlich glücklicherweise ziemlich langsam, auf der anderen Seite blöderweise ziemlich langsam, weil es dadurch Ewigkeiten dauert, bis man auf sie stößt. Und ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Ich hoffe, die springen nicht gleich irgendwann über mich. Das wäre extrem dumm. Ich weiß auch nicht, ob das passieren kann. Ich hoffe einfach mal nein. Aber das sollte auch passen eigentlich, also von der Zeit her. Wenn ich jetzt den Weg komplett verpeile, wo die langlaufen, aber das tue ich nicht. Zwei haben wir noch und da ist das vorletzte. Und da oben kommt gleich das letzte und dann haben wir noch 7 Sekündchen oder sowas Zeit. Wunderbar. 9,52 Zeit, Restzeit. Jetzt werden die Zeichen hier wieder ausflippen. Jawohl, schön. Und wir versuchen es nicht erneut. Ich habe es endlich mal gepeilt. Aber das war jetzt erst die dritte Rennstrecke, glaube ich, oder? Die Diebe waren von den Flughünsten so beeindruckt, dass sie hier eine Liebe überlassen haben. Schön. Du hast Kupferspitz gefangen. Hm, du mich auch. Nein, ich wollte. Ja, da war ich gerade noch so voll stolz, dass ich es hinbekommen habe, ne? Und dann mache ich so einen Scheiß. Ja, ich möchte aufgeben. Eine Bestellung mit 2 Cheeseburgern, 5 Nuggets und keine Ahnung. Ja, es gibt so eine 5er-Box. Nein, gibt's nicht. So, das Rennen gegen die Dieme. Die können es kaum erwarten. Alle grünen Checkpoint-Ringe und du weißt Bescheid. Karpfen. Allerdings weiß ich leider nicht Bescheid, wo sich die Sterne befinden. Na, guck doch mal da oben, du Dödel. Da sind doch ganz viele Sterne. Witzig. So witzig. Und es scheint auch nicht ganz so einfach zu sein, durch die durchzuhören. Wobei, ja. Das war jetzt auf jeden Fall nicht so allzu schwierig. So, wir dürfen durch den Tunnel, oder wie sieht's aus? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben jetzt verkackt, ja. Ich glaube, wir haben verkackt. Da haben wir jetzt, glaube ich, den Ring übersehen. Oder nicht? Oder doch? Oder. War das richtig? Nein. Hä? Aber der hat das doch gerade richtig. Nicht auf Kurs, ja, das ist, ne? Hab ich auch so gesehen. Ich meine nicht, aber erinnern zu können, man darf sogar da durchfliegen, oder? Oder etwa wirklich nicht. Hm. Interessant. Ich habe auch gerade irgendwie entweder diesen Stern hier überhaupt nicht gesehen oder der war nicht da. Aber das passiert mir irgendwie öfter, dass ich vor allem diese roten Sterne einfach erstmal so einen zweiten Run oder so sehe, wo ich mir denke, hä, habe ich die echt gerade nicht gesehen oder waren die nicht da? Okay, also gucken wir mal. Aber ich glaube, man darf da durchfliegen, oder? Das sieht ziemlich gut aus für Durchfliegen. Ja, doch, ziemlich. Ja, doch, doch, doch. Das wird gehen und das wird natürlich deutlich schneller sein. Ja, ja, das ist der Ring, aber dann hätte ich nach oben gemusst. Und weil ich deswegen nicht auf Kurs war, ja, ja, okay, gut. Deswegen haben die mich hier verknackt. Gut. Ja, jetzt bin ich wieder nicht durchgeflogen, aber ist auch egal, das hätte ich eh nicht geschafft. Weil ich da definitiv durchfliegen muss, sonst geht das nicht. Das kriegen wir hin. Was mich aber freut, ist, dass es hier die Rennstrecke gibt. Also nicht, weil es die Rennstrecke gibt, sondern weil es dann dafür definitiv 2 Libellen gibt. Und der andere Bereich wird dann eben eine weitere Libelle bringen und dann haben wir definitiv alle in den Diebeshöhlen, in der Diebeshöhle, dann haben wir alles generell in dem Level und können somit dann weitermachen mit dem letzten, dem Saurierdschungel. Das freut mich. Ich werde es allerdings wahrscheinlich trotzdem in einer anderen Aufnahme machen. Zumal ich jetzt auch so mental nicht den besten die besten Voraussetzungen heute habe in der Aufnahme. Ja, immer noch wegen Ripto. Der wahrscheinlich nach dem Level jetzt auch erstmal wieder freigeschalten wird. Ja, ich weiß, es ist freigeschaltet, aber irgendwie klingt der Infinitiv hier irgendwie cooler. Ich weiß nicht warum. So, ich kann meine. Ich habe noch eine Rakete, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich an den Mann bringen. Wobei meine erste vorhin, glaube ich, auch nicht gesessen hat. Wie auch immer, ich glaube, die Raketen sind nicht unbedingt
notwendig. Vielleicht doch doch. Wir sind auf jeden Fall nur Dritte, das können wir nicht so stehen lassen. Komm, triff doch mal. Ja, er verfolgt den Typen auf jeden Fall, fliegt aber einfach dran vorbei. Toll. Naja, es kann aber auch indizieren, dass das, oder indikadieren oder was weiß ich, dass das nicht der letzte, nicht der, der zweite war. Ich weiß es nicht. Dass der quasi wirklich auf den vor mir geht und nicht auf den, also vom Platz, von der Platzierung her vor mir und nicht nur auf den positionell, also so. Ah, ich kann es überhaupt nicht ausdrücken, was ich gerade ausdrücken will. Verdammt. Und wir haben es eigentlich schon verkackt, oder? Ich glaube, den ersten kriegen wir nicht mehr. Der wird zu weit weg sein. Und das ist gleich schon das Ende der Strecke hier. Da oben wird er vielleicht sein. Vielleicht aber auch eben nicht. Ich schätze mal nicht. Oh doch, das ist er! Wo fliegt der denn lang? Und vor allem, wo kommt der jetzt wieder her? Ist das dein Ernst? Scheiße, da war ein Turbostern. Ich hab's auf der Zielgeraden verkackt. Das ist ja super. Ich wollte schon sagen, wo fliegt der denn lang? Aber da ist ein Turbostern dahinter und deswegen hat er jetzt gewonnen. Auch wenn ich erstmal temporär vorbei war. Ja, super. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Drei Wünsche? Ich wünschte, wir hätten das früher gewusst. So ein Shit. Das ist auch fies. Wer kommt denn darauf, hier einfach mal hinter einem Leuchtturm lang zu fliegen? Komplett random. Ist überhaupt ein Leuchtturm? In diesem Gebäude auf jeden Fall. Man ist ja immer in der Wüste. Ich glaube nicht, dass man da unbedingt einen Leuchtturm braucht. Logisch gesehen. Da ist aber einer. Ja, doch, hier ist aber auch mehr. Oder eine Oase oder was weiß ich, was das ist. So, wo ist hier der? Hier ist der Stern, okay. Es sieht so aus, als wäre das voll der Umweg, aber langfristig scheint das tatsächlich was zu bringen. Weil man hier so viel Turbo noch mitnehmen kann. Ich hätte mich das echt gefragt, ob sich das lohnt. Wenn ich nicht gerade gesehen hätte, wie krass der mich dann noch eingeholt hat. So, ist vor mir wieder einer. Ist da jemand? Ist da jemand? Irgendwie nicht, ne? Muss ich noch ein bisschen warten mit meiner Rakete. Aber jetzt sehen wir sicherlich wieder. Ja, den will ich nicht abknallen, sondern eher den da hinten. Vielleicht trifft er ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, der fliegt schön gegen die Leuchte und super. Also wir sind besser positioniert, würde ich sagen. Das könnte vielleicht schon der zweite sein. Jawohl, wunderbar. Da ist dann schon der erste, den wir jetzt glaube ich sogar schon abknallen. Oder wobei, ist das der erste? Werden wir rausfinden. Auf jeden Fall abgeknallt. Natürlich war es nicht der erste. Gut, zugegeben, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen, aber das muss eigentlich dann sein. So, wir haben ja gerade die beiden... Ja, okay, er fliegt auf die Route, das heißt, der wird wahrscheinlich definitiv der erste sein. Weil wir haben ja gerade in den ersten beiden Runden den Turbostern hinter dem Leuchtturm nicht mitgenommen und jetzt eben schon, deswegen müssen wir auf jeden Fall deutlich schneller sein. Was machst du, Spyro? Ich hab's verkackt. Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was der jetzt für ein Problem hatte. Oder? Nein! Okay, ja gut, der hatte irgendwie doch keinen Bock, mich einzuholen. Sehr gut. Ja, ich bin richtig blöd gegen diesen Leuchtturm geflogen und Spyro wollte abstürzen. Und ich habe den Ringleiter nicht den Stern nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Noch jemand schnelleren. Das ist noch ohne fliegenden Teppich. Ja, hier. Kriegst du die Bälle. Super. Du hast Neo gefangen. Super, welche Kapsel willst du? Die rote oder die blaue? Nein, ich. Oh Gott! Ich weiß gar nicht mehr, welche was überhaupt bewirkt. Ich glaube, die rote war alles löschen. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Alles über die Matrix vergessen. Ich habe immer noch nicht den zweiten Teil geguckt, denn den ersten hatte ich ja noch mit meiner Freundin geguckt und habe dann am nächsten Tag haben wir dann den zweiten reingeschmissen, aber irgendwie, ich hatte nach einer halben Stunde keinen Bock mehr, weil der irgendwie, ich weiß nicht. Erstmal hat mir da so ein bisschen dieser Übergang gefehlt, da irgendwie wurde man direkt reingeknallt und zum anderen war der jetzt nicht sonderlich spannend. Ich weiß nicht, ob ich dem Film nochmal eine Chance geben soll. Ich weiß es wirklich nicht. Genau die gleiche Frage stelle ich mir übrigens bei Zurück in die Zukunft. Da hatte ich letzten, wo ich den zum ersten Mal eigentlich, ich weiß gar nicht. Ich habe zum ersten, ach, ich wollte schon sagen, warum liegen da wieder Edelsteine, das sind doch die Gegner. Und da wird wieder ein Bereich nicht geladen. Super, da ist er ja. Hallo Bereich. Wo war der andere jetzt? Scheiße. Ich weiß es nicht. Ah, Moment, der andere war doch bei dem geheimen Wand, ja. Ach, das hier. Sehr schön.
Da habe ich, meine ich, im Erdkundel zum ersten Mal gesehen, zurück in die Zukunft. Einmal geguckt. Und ich glaube, danach habe ich den halt mal irgendwann im Fernsehen gesehen, ein oder zwei Jahre später. Und dann kam da auch mal der zweite Teil abends irgendwann. Aber da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock. Nach einer halben Stunde auch. Weil der auch relativ lame war. Naja, zweite Teile halt, ne? Ein Riptok-Zauberer hat eine Libelle gefangen. Benutzt deinen Blitzatem, um alle Schalter zu aktivieren und den Turm des Zauberers abzusenken. So toll bist du auch nicht, ne? Naja, vielleicht bin ich ja diesmal toll. Aber wobei, das ist ja nochmal, stimmt, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist hier mit diesem Riesenrad am Anfang und dann da hinten ein bisschen. Ja gut, das ist ein bisschen schwieriger eigentlich, ja? Das habe ich auch komplett vergessen, dieses Rätsel, diesen Raum hier. Da muss ich einfach rüberfliegen, ne? Glaube ich. Ja, doch, müsste. Oder? Ja, wobei, doch, ich komme da drauf. So. Wunderbar. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen umgucken, wie das hier war. So ganz weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall mal hier so ein bisschen die mittleren Türme hier mitnehmen. Das kann ich überhaupt schon notwendig ist, ob man das so machen soll. Ich mache es auf jeden Fall mal so. Und wenn ich dann alle mittleren Türme mitgenommen habe, werde ich einfach auf einem der mittleren Türme stehen bleiben und auf die äußeren Plattformen zurückspringen. Weil da gibt es ja auch noch so, keine Ahnung, 4 Stück oder so, die sich hier drumherum bewegen. Oh, das ist sogar schon der letzte gewesen. Es gibt nur 3. Ja gut, dann heißt es jetzt warten. Von mir aus, das kann ich, glaube ich. Warten kann ich. Ob ich dann auch rechtzeitig auf die andere Plattform springen kann, ist die andere Sache. Ich behaupte einfach mal, ja, das kann ich. So, zurückspringen. Wunderbar. Zack. Und zurück. Eine Plattform gibt es außen auf jeden Fall noch. Wunderbar. Fuck, Moment. Hätte ich vielleicht sogar alle da hinten... Oh, das habe ich jetzt gar nicht... Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ich muss ja wahrscheinlich auch da hinten alle betätigen, ne? Ich bin so blöd. Das habe ich jetzt irgendwie komplett außer Acht gelassen, dass man da ja wahrscheinlich alle betätigen muss, ne? Ich habe es ja wahrscheinlich schon verkackt. Och, ich bin so blöd. Wieso habe ich denn daran überhaupt nicht gedacht? Lol. Ich habe überhaupt... Ja, dann kann ich mich jetzt eigentlich töten, oder? Komme ich da eigentlich rauf? Ja, ich käme darauf. Ich dachte einfach nur, ich muss hoch. Scheiße. Das habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Dass man da ja wohl alle... Riesenrad-Dinger betätigen muss, alle Riesenrad-Gondeln, oh mein Gott. Wie konnte ich denn das vergessen? Ich glaube, dann fährt sogar irgendwie so eine Plattform rüber oder so, oder? Wie war das? Naja, wir betätigen auf jeden Fall mal lieber alle. So. Ich möchte aber schon noch in diesem Part jetzt hier das Level beenden, weil das ist eigentlich nicht so schwierig. So, wie sieht's aus? Haben wir noch eine Plattform? Jawohl. War es das jetzt? Ja, ich flieg, glaube ich, rüber, ne? Oder so, oder nee, oder keine Ahnung. Keine Ahnung, was gerade passiert. Ich flieg auf jeden Fall sehr hoch. Kann ich jetzt einfach direkt drauf, oder was? Nö. Ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht so ganz, was das soll. Um ehrlich zu sein. Und es war so klar, dass das passiert. Ich verstehe gerade nicht sogar. Ich verstehe es gerade nicht, tut mir leid. Gibt es hier entweder 2 Wege, wie man das lösen kann? Von wegen, ja, du kannst jetzt entweder das hier lösen mit denen oder das da hinten und dann direkt drüber gleiten von hier aus? Oder ist das so, du musst wirklich beides machen, damit sich da irgendwas runtersenkt? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich das so weit und so hoch bringe und sowas und ich blick da nicht ganz durch, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich einfach nur darüber soll von hier aus, dann hat es ja keinen Sinn, dass ich hier diese ganzen Dinge aktivieren kann. Dann muss ich einfach nur warten, bis sie mich hochtransportiert, so wie ich das beim ersten Versuch gemacht habe. Deswegen bringt mich schon wieder rüber, ne? Ja. Ich gucke jetzt einfach mal, wo es hier aufhört, mich irgendwie zu transportieren. Ich verstehe es nämlich ehrlich nicht. Was machst du mit mir? Okay, jetzt bringt mich wieder zurück, ja? Okay. Ja, keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal den ganzen Shit hier wieder. Weil ich gerade keine bessere Idee habe. Wir machen einfach schon mal die ganzen äußeren Teile.
Komme ich da schon? Oh, fuck. Das wollte ich jetzt wissen, ob ich da rankomme. Ja, komme ich. Stimmt, das sollte ich eigentlich zuerst machen, weil das ist am schwierigsten. Einmal hier so, einmal so, genau. So, dann treffe ich hier auch gleich ein paar andere Dinge. Super. Also, wir machen erstmal die mittleren, so. Es sind auch, glaube ich, nur zwei, oder? Oder drei? Es sind, glaube ich, drei. Ja, es sind drei. Und dann die äußeren jetzt noch. Und ein mittlerer fehlt, glaube ich, auch noch. Also so ein innerer hier. So auf dem zweiten. Auf der zweiten Stufe hier. Die sind aber extrem lang. Ach, das dreht sich jetzt mit denen? Das ist blöd. Okay. Ja, dann gucke ich gerade mal ein bisschen auf die äußeren. Aber da scheinen auch irgendwie schon alle betätigt zu sein. Da sieht es aus. Da hinten ist noch einer unbetätigt, glaube ich. Dann machen wir wenigstens den noch gerade. Ja, ich verliere dezent den Überblick, das stimmt. Aber was soll's. Da ist auch noch einer unaktiviert, super. Der da hinten ist aber schon, das heißt, ich bleibe jetzt, glaube ich, immer stehen. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, weil auf dem... ich weiß nicht. Oh, da ist auch noch einer von denen unaktiviert. Wunderbar. Ich gehe aber trotzdem wieder nach außen. Oh mein Gott, das war extrem riskant. Der ist aktiviert, super. Ich muss jetzt nämlich eigentlich einen finden, indem ich den einen mittleren dann aktivieren kann. Da, den muss ich aktivieren. Wie schaffe ich das am besten? Den, der da jetzt kommt, ne? Oder nee, Moment, ich bin irgendwie gerade komplett verwirrt. Doch, doch, so ist richtig, ne? Wenn ich jetzt von dem Monster drauf und so und dann... Genau, so. Und jetzt passt das doch, glaube ich, oder? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich springe jetzt einfach mal hier rauf. Ich weiß noch nicht ganz, was ich jetzt überhaupt machen muss. Ob sich jetzt irgendwas runtergesenkt hat oder irgendwas. Da ist noch ein Un-Dingster. Okay. Dann können wir auch von hier aus. Das ist jetzt wahrscheinlich die größte Schnapsidee überhaupt. Von hier aus jetzt runter zu springen. Runter zu gleiten. Ihr wisst, dass ich das nicht kann. Da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr diesen Sprung gesehen? War das geil oder was? Also es war mega lucky auch, dass ich nicht runtergefallen bin, aber irgendwie war es auch geil. Jetzt bewege ich mich nur irgendwie nicht so, wie ich will. Naja, wobei, ich bin jetzt doch wieder eigentlich da, wo ich hin will. So. Nämlich nach oben. Springe ich gerade irgendwie in die andere Richtung, wo ich vorhin lang gesprungen? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Mehr als. Da ist... Nein! Nein! Fickt euch! Fickt euch hart! Ganz ehrlich. Das sieht aus, als wäre da Boden. Deswegen bin ich da gelandet. Ich wäre niemals sonst da gelandet wegen diesem... Das ist Verarsche! Das sieht mega so aus, als wäre da Boden. Ich wäre doch niemals... Ich hätte doch niemals versucht, darauf zu landen. Fickt euch doch in den Arsch. Ich mach doch jetzt nicht die ganze Scheiße nochmal. Mir bleibt nichts anderes übrig, aber das ist doch scheiße. Das sieht mega so aus, als könnte man da landen. Als wäre einfach Matschboden. Genau so sieht die Scheiße aus. Leckt mich doch am Sack. Wirklich. Was soll das? Das ist so benutzerunfreundlich. In dieser Aufnahme lerne ich dieses Spiel einfach nur hassen, echt. Also es ist richtig eklig. So, ich leite es hier direkt runter. Ob das clever ist oder nicht, ist mir scheißegal. So. Mal jetzt die ganzen inneren Scheißdinger da. Arbeite mich immer weiter nach außen vor. Bis die ganzen Dinger ordentlich funktionieren, betrieben sind. Alles. Ey, ich habe gerade so einen Hass auf dieses Level hier, auf diesen Superbereich hier. Echt. Die Diebeshöhle ist einfach nur zu kotzen. In ihrer Gesamtheit. Die Bereiche sind hier definitiv keine Ausnahmen. Die machen das Level erst komplett. In seiner Beschissenheit. So. In der Mitte müsste es eigentlich noch einen geben, oder? Hm. Na, ja, gehen wir mal nach außen, weil in der Mitte ist irgendwie gerade nichts los. Soweit. Ich hätte hier übrigens direkt einen. Ja, gut. Wir können mal gucken, ob. In, ja, da hinten ist noch einer. Genau, da ist noch einer. Aber wie kriege ich den am besten jetzt?
Wahrscheinlich mit dem nächsten, der von da kommt gleich, ne? Da kommt aber Ewigkeiten keiner. Naja, wobei. Ja, doch, das könnte klappen. Also es dauert jetzt wieder ein bisschen, logisch. Bis der den anderen einholt. Ja, wobei, das geht eigentlich sogar. Ich dachte, das dauert länger. Der ist ja ziemlich flott unterwegs in der Mitte, im Gegensatz zu dem hier. In der Mitte hier müsste noch einer fehlen, gell, nicht wahr? Ich habe halt so einen schlechten Überblick. Ich gucke mir jetzt noch mal ein bisschen die Mitte an. Na, wobei, da sind, glaube ich, drei. Und ich glaube, ich habe jetzt alle drei, oder? Wir fahren noch mal ein bisschen mit. Der Part wird wieder mal länger. Nee, wir haben alle, wie es aussieht. Wenn es drei sind, aber es sollten drei sein. Da hinten sehen wir übrigens auch noch mal, dass wir da alle haben. Wobei, da fehlt einer, ne? Warum fehlt da einer? Oder fehlt da wirklich eigentlich? Ich keine Ahnung. Wenn das Ding gleich nicht runtergeht, weiß ich Bescheid. Aber dann verstehe ich nicht, warum der eine darüber gefahren ist schon. Ich lasse es mal auf mich zukommen hier. Und hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Sonst wäre das echt richtig beschissen. Ich verstehe das sowieso nicht alles nicht, weil hier sind so viele Dinger, die muss man noch nicht. Muss man ernsthaft alle betätigen? Auch das mit dem Riesen? Ich verstehe das nicht. Und ich beende jeden meiner Sätze, ohne ihn überhaupt fertig auszusprechen. Oh, jetzt muss ich wieder Ewigkeiten auf diesen Dummen da hinten warten. Meine Güte, ich habe keine Lust mehr auf diesen Fickbereich. Wenn er wenigstens wirklich gefickt werden würde, ne? Das ist einfach nur eine Beleidigung für diesen Bereich gewesen. So, den Scheiß noch. Wunderbar. Dann haben wir auch, glaube ich, jeden Äußeren. Sprich, wir können uns jetzt... Ja, ich habe noch ein bisschen auf den da hinten geachtet, aber der ist auch aktiviert. Habe ich den Fail nicht sogar schon mal gemacht? Irgendwas sagt mir, dass ich das schon mal gemacht habe. Das ist schon mal so dumm. Aber das sieht aus, als wäre da so ein ne? Beiger Boden. Oder vielleicht nicht beige, aber ne? Irgendwie so. Richtig beschissen. Weil die Perspektive das auch so undeutlich macht und alles und ne. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Bin ich schneller? Ist die Plattform schneller? Oder holt das mich irgendwann überhaupt ein, oder? Ja doch, eigentlich holt mich das ja irgendwann ein, ne? Ich könnte jetzt auch mit dem da rüberfahren und rüberspringen und alles, aber nee. Ich warte jetzt einfach, das ist mir egal. Ich kriege auch langsam ein bisschen Halsschmerzen. Das ist definitiv dem Spiel geschuldet. Ja, ich rede halt auch wieder sehr viel. Zweifels schwanz sieht das irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Bienenstock. Ich weiß nicht. So, wenn die mir jetzt gleich sagen von wegen, da hinten ist einer nicht aktiviert, das zählt nicht. Du musst nochmal dahin zurück, dann wird das echt mies, aber das kann passieren. Passiert irgendwas? Nee, ne? Doch, es passiert was, okay. Dann weiß ich nicht, sieht das einfach nur so aus, als wäre das nicht aktiviert oder ist das wirklich nicht aktiviert? Muss ich das nicht aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall diese Ficklibelle. So. Das ist das, was zählt. Echt geschickt. Du hast es wirklich bis zum Zauberer geschafft. Ja, hast du nicht gedacht, ne? Du hast Morpheus gefangen. Okay, das war also definitiv eine Anspielung. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Möchtest du das Plattformrätsel wiederholen? Also ich meine, ich als Informatiker bin jetzt sowieso direkt auf Matrix gekommen, aber das ist echt eine Anspielung auf Matrix. Da gab's doch schon mal sowas, was irgendwie... Stimmt, ja, gut, das mit den beiden hier, mit Platon und was war der andere? Mit den beiden Philosophen, ne? In, auf der Luau-Insel. Aber das hier war echt eine Matrix-Anspielung, wie geil. Cool. Gefällt mir. Ja, dann sind wir jetzt hier fertig, oder? Wobei, ich hab den Libellen-Jingle jetzt nicht bekommen. Vielleicht, weil das in dem Bereich jetzt die letzte war, die ich halt in dem Level geholt habe. Aber ich hab doch hier alles, oder? Ja, ich hab hier alles, super. Das ist das, was ich wissen wollte. Dann mache ich einmal ein Save State. Auf dem hier am besten. Verpiss mich aus dem Level und verabschiede mich. Beim nächsten Mal gibt's wahrscheinlich nochmal ein Riptokom, schätze ich mal. Da laufen wir jetzt noch gerade hinkommen. Der Part ist eh schon so lange. Das macht's auch nicht mehr. Und wenn wir den Ripto nochmal bekämpfen können, dann machen wir das, auch wenn ich wieder mega ausrasten werde. Und danach gibt's dann den Dschungel. Den Saurier-Dschungel. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch das Libellen-Dojo komplettieren mit der letzten Libelle. Und dann können wir auch schon wieder zu Ripto. Ergo, es sollten eigentlich unter 5 Parts noch werden, würde ich sagen. Ab jetzt. Ich weiß zwar nicht, wie viele wir jetzt haben.
aber mit meiner Rechnung bis maximal 25 Parts, würde ich sagen, sollten wir trotzdem eigentlich hinkommen. Aber ich weiß es nicht. Das schauen wir dann. Wahrscheinlich laufe ich jetzt auch komplett unnötig zurück und der ist immer noch nicht freigeschaltet, also zum zweiten Mal. Dann war es jetzt halt wirklich komplett unnötig, der Weg, und wir dürfen beim nächsten Mal wieder dahin zurücklaufen, weil da natürlich das letzte Level auch ist. Dann ist es so. Das kann ich aber auch offscreen machen. Das ist nicht das Ding. Doch, er ist aktiviert. Gut. Beim nächsten Mal gibt es also wieder einen Ripto-Kampf. Ich freue mich überhaupt nicht drauf, aber es muss sein. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.